Jo, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Ich habe ja versprochen, wie gesagt, diesmal dauert es nicht ein Jahr. Wie der letzte Spielstand. Wie gesagt, bevor ich diese letzte Folge aufgenommen habe, war vom 16.07. 2018. Jetzt haben wir heute den 11.07.2019, also fast wie gesagt ein Jahr. Heute ist es, also heute ist der 12. So rum ist es eigentlich richtig. 12.07.2019. Weil wir ja heute weitermachen. Ach, wenn ich euch wie die Karamüle, die lassen wir stehen, komm. So, diesmal können wir ja auch ein bisschen rennen. Also GTA San Andreas, wie gesagt, wieder am Start bei mir auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ich euch mit in diese Welt nehmen kann. Hier, ich hab tatsächlich nicht nachgeguckt. Moment, warte mal. Da ist die nächste Mission. The Truth. Body Harvest. So ist diese Mission. Yeah. Hello? Hello, somebody in there? In here. What? Check this shit out. What do we have here? Yo, Carl. What up, kid? Hey, what's happening? Oh, is this undercover training? Oh, no, you must be off duty. Yeah, whatever. Hush up, man. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest weed, and you are going to deliver it for us. Hey, man, you losing it. You hallucinating this shit. What? Oh. Yo, Truth, come here, man. Ach, das ist übrigens Officer Tenpenny, ne, glaube ich. Das ist doch einer von den beiden Cops, der mal vom Anfang der Story. Carl here is gonna be paying you your money. What? What you talking about? Now, Carl, I got a real do-gooder fucking with me, and I want you to take this evil green poison and drop it on him. It's gonna ruin that asshole's career. Oh, bullshit. Dudes, you want mushrooms? You lose? How about some DMT? No, not for me, man. I got a jet. Yo, Carl, pay the man. Whoa, man. I never thought I'd see that. A Fed out smoking me, huh? What are you, dude? FBI? DEA? Nah, I'm more like a private investigator. Friend, you give off a positive energy. How about some Vietnamese opium? Nah, I don't get down with that. But how do I know I can trust you then? What? I'm working for you now? I'm a man of peace, but some squares across that ridge are not respecting my peace. I mean, survivalist maniacs, right-wingers, fascists. They have a harvester, and I need one. Get it, then you can pay me. Namaste, Carl. The fuck that mean? Later, freak. Macht los zu der Farm, wo der Mähdrescher steht. Wir dürfen Mähdrescher fahren. Ja, ich habe die Musik ausgestellt. Eigentlich hat GTA San Andreas einen sehr geilen Soundtrack. Aber ich habe keinen Bock, dass mein Kanal irgendwie gestrikt wird oder dass immer auf meinem Kanal gemeckert wird. Deswegen habe ich die Musik ausgestellt und vor allen Dingen ist es dann auch mit dem Reden relativ einfach. Ja, ich habe versprochen, nach GTA 5 und GTA 3 geht es dann weiter mit GTA San Andreas. Das habe ich mir mal angekündigt. Jetzt geht es auch bei GTA weiter. Bei City und GTA Liberty Stories. Ja, genau, du Arschloch, Alter. Halt die Fresse. Nimm mal deine Maschine. Genau, GTA Vice City, GTA 3, GTA 5, GTA Liberty Stories, Lost and Damned haben wir mittlerweile auf dem Kanal. Also, einiges an GTA-Teilen und alles drum und dran. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, was ich danach machen soll. Ich meine, das wird noch eine Weile dauern, das ist definitiv klar. Aber, wie gesagt, noch. Das wollen wir mal auch Gedanken machen. Was machen wir danach? Warte mal, wir müssen auf lang. Okay, wir müssen nach oben rum. Also doch, das war richtig. Wir müssen aber irgendwie da hochkommen.
Ja, genau, komm auf die gleiche Idee wie ich. Fahr einfach dann vorbei. By the way, in Italien ist das übrigens gang und gäbe, um so zu fahren. Ich war in Italien tatsächlich damals in der Toskana 2006 während der Fußball-WM. Und ja, da haben wir es tatsächlich miterlebt. Da sind die nämlich alle so gefahren. Die ganzen Rollerfahrer und alles so mit Rad, rechts, links. Also in Deutschland ist das manchmal aus, sieht das manchmal auch so ein bisschen so aus. Also soll jetzt nicht kein Vorwurf oder sonst irgendwas sein. Aber manchmal leben die da auch ziemlich gefährlich. Naja, wie dem auch sei. So, wir müssen auf jeden Fall erstmal zu dieser Farm hier. Also da soll im Moment Recher stehen. Übrigens, das Ding ist ziemlich lustig. Nicht, dass ich mich auf Gewaltfantasie stehe, aber mit dem Ding quasi über Fußgänger fährt. Sorry, es ist spät. Es ist jetzt 20 vor 1. Könnt ihr euch ahnen, was da kommt. So. Der Mittelschiff fällt Richtung Rückseite der Farm. Dort arbeiten einige Gruppen von Kriegsparanoikern, die reagieren nicht freundlich auf Fremde, okay? Begib dich auf die Farmklaue, die Mähdrescher. Das war mir fast klar. Ach, leck mich doch am Arsch. Da wird man von dem Scheiß... Da wird man von dem Dreckstraktor leck mich doch am Arsch. Nee, du musst ja mit dem Dreckstraktor umgefahren werden. Das geht nicht anders. Da steht ein scheiß Traktor auf mir rum und macht nix. Jetzt muss ich mir neue Waffen holen, darf ich die Mission nochmal neu starten. Okay, das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich das haben will. Ah, leck mich doch am Arsch, Alter. Ich muss jetzt wieder nehmen. Okay, das müssen wir tatsächlich nicht nochmal holen. Da müssen wir da noch mal hin. Ja, von mir. So, das haben wir ja schon gemacht. Wir sind die Fahrt ja schon gefällt gewesen. Das heißt, wir müssen uns die Fahrt nicht nochmal angucken. Ich dachte, wir können jetzt... Ah, doch, können wir. Haha, wie lächerlich. Von dem scheiß Zaun gestoppt.
So, wir sollen den scheiß Typen jetzt mal schießen. Ich vermute, dass wir den Mähdrescher holen müssen und ein bisschen arbeiten müssen. Also, ich werde den doch nicht anschießen, du Idiot. Das ist das Problem jetzt. He's a combine rustler. That son of a bitch stealing Betsy. So, jetzt müssen wir das Ding wieder zurückbringen. Stop that dang varmint! Mensch, ich hab Angst vor euch. Leck mich doch mit deinem scheiß Roller, mit deinem scheiß... So, jetzt bringen wir das Ding zurück. Auf den Piss mit deinem Scheiß. So, machen wir das einfach mal so. Kleine Abkürzung. Wir die Jungs mal los ein bisschen. Bitte mal. Doch, ist richtig. Wir müssen jetzt gleich die Straße folgen und dann irgendwann links. Das Problem mit dem Mähdrescher zu überholen ist jetzt... Mann! Ich kann mit dem scheiß Ding nicht überholen, das ist das Problem an der Sache. Oh, fahr doch, Alter. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt. Dann fahren wir jetzt hier kurz einmal kurz querfeld ein. So, dann fahren wir das Ding jetzt in die Garage da.
Wir haben es geschafft. Man, you brought peace back to my valley. Thank you, friend. I'll call you when the whoop-de-doo is ready. Just make sure you get that cash. Da haben wir wieder nicht, dass so ein Teil kommt. Hey! Call it Caesar. What's up? Bad thinking shit. Ah, wir haben neue Missionen, okay. Mehr haben wir nicht. So, das heißt, wir haben eine neue Mission. Warte mal, ich muss heute auf nur Cut. Oh, ich glaube, muss mich mal ein bisschen. So, dann setzen wir uns da den Wegpunkt rein. Weil dann weiß ich nämlich. Dass wir da noch ein Haus kaufen können. Also wir haben eine neue Mission auf jeden Fall auf der Map. Und was sagte ich mit dem Mähdrescher, ne? Einfach müssen wir die Leute fahren und also. Nicht, dass ich irgendwie größer drauf stehe, sondern. Es ist eine lustige Sache in GTA. Ich muss ja, also muss ich doch da oben rum. Naja, eigentlich war der Plan, mir da oben das Haus zu gründen. Oder warte mal, machen wir das anders. Wir müssen eh da runter, ne? Ich würde mich das jetzt nicht unbedingt gönnen, machen wir das nämlich anders, dann fahren wir nämlich dahin. Dann ist, ist die Anreise zur nächsten Mission ein bisschen kürzer. Oh oh. Nein, ist aber diesmal nicht tragisch. Nicht so tragisch wie in GTA 3. Weil. Hier kann man wenigstens. Ne? Hier kann man wenigstens tauchen und schwimmen. Also, glaube ich, das erste GTA überhaupt, wo es geht. Bei City ging es noch nicht, GTA 3 ging es noch nicht. Ich glaube, GTA. Ein Auto. Wunderbar. Das ist immer gut. Ein Auto ist immer gut. Das heißt. Ja, wir könnten jetzt theoretisch zum Schrottplatz. Wir sind ja auf dem Schrottplatz, das weiß ich auch. Ist mir klar. Ich brauche eine Möglichkeit, erstmal hier rauszukommen. Warum haben wir das nicht mal hier gemacht? Irgendwie gab es hier mal nicht eine Mission. Oder was geht hier bei City? Wie komme ich denn jetzt raus? Gib mich doch. Ich will doch nur scheiße das scheiß Mission zurück. Ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass wir hier mal eine Mission gemacht haben. Da geht's raus. Aber es kann auch GTA Vice City gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber ich kann mich an den Schrottplatz erinnern. Ich kann mich an irgendeinen GTA-Teil mit dem Schrottplatz erinnern. Aber ich glaube, es war GTA Vice City. Die haben wir da ja einen schönen Panzer gemacht. Ich glaube, das müsste was City gewesen sein. Ich weiß es aber, wie gesagt, es ist schon viel zu lange her. Upsi. Ja, nicht, dass ich jetzt irgendwie heiß schnauze. So,
So, ich kann mich nie. Gehen wir mal hier Feier machen. Weil für mich ist mich jetzt auch wirklich Feierabend, weil wir haben mittlerweile fast 1 Uhr. Kurz vor 1 haben wir mittlerweile. Also, viele Stündchen haben wir jetzt gebraucht für die Mission. Ja, bitte. Gut. Dann würde ich sagen, wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA San Andreas. Und dann gucken wir mal, was der gute Caesar für uns als neue Mission am Start hat. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play GTA San Andreas.